Nächste Frage, Thief. Dieses Sitzenbleiben, das soll ja so aufgeholt werden, dass man im nächsten Jahr einen Intensivkurs besucht. Ist es wirklich möglich, diese Defizite da aufzuholen, wenn man eigentlich den ganzen anderen Schulstoff nebenbei auch hat? Also ich glaube, dass es ziemlich schwierig werden kann, gerade für die Leute, die sich wirklich schwer tun in bestimmten Fächern, weil heutzutage sowieso der Leistungsdruck in der Schule immer weiter ansteigt und man muss immer mehr wissen. Und wenn du in einem Fach, wie zum Beispiel Mathematik, nicht hinterherkommst, weil du es einfach schwerer verstehst vielleicht, selbst mit großem Lernaufwand, und du musst dann im nächsten Jahr zusätzlich zu dem Stoff der nächsten Klasse dann noch den Stoff der alten Klasse nachlernen in einem Intensivkurs, denke ich, dass das noch öfters zu Überforderung und zu einem extrem starken Druckanstieg kommen wird. Ja, du schüttelst widerwillig den Kopf, das scheint nicht ganz deine Meinung zu sein. Na, erstmal, was noch ungewiss ist, ob diese Intensivkurse wirklich parallel zum Unterricht stattfinden werden oder in den Ferien nachgeholt werden. Aber sei wie es sei, ich bin da meistens aus einer anderen Meinung, weil ich glaube nicht, dass man, wenn man das gleichen Stoff in einer Klassenumgebung noch einmal macht, dass man da viel mehr lernen kann, beziehungsweise dass man da gut aufholen kann. Ich finde Intensivkurse sehr gut, es werden weniger Schüler sein und es wird intensiver gelernt. Der Fokus auf das Wichtigste eben, um eben diesen Fach zu verstehen. Und ich halte es für eine viel bessere Lernumgebung, als wenn man das dann noch einmal in einem normalen Schuljahr versuchen würde aufzuholen, wie man es eh schon einmal erlebt hat. Wo dann wiederum die Kostenfrage reinkommen würde, weil man da kleine Kurse sicherlich sehr teuer sind. Also dahergehend könnte das wieder mal eine Kostenfalle werden. Na gut, wo wir gleich schon bei diesem Thema sind, wie würde dann für dich ein optimales Modulsystem aussehen oder hat es überhaupt einen Sinn, sich auf dieses neue System umzusteigen? Ich halte es für überfällig, auf dieses System umzusteigen. Allerdings hat Österreich das auch sehr spät begonnen. In vielen anderen Ländern der EU ist ein Modulsystem bereits in Einsatz. In Österreich kommt man jetzt auf die Idee, dass das vielleicht eine gute Idee ist. Die Frage ist, wie ein optimales Modulsystem aussehen würde. Es ist gar nicht leicht. Dass natürlich manche Fächer vorgegeben sein müssen, ist klar, weil man nicht verlangen kann von Schülern, dass sie nur Sachen lernen, die ja dann eigentlich unnötig sind im weiteren Leben. Aber ja, ich finde es halt wichtig, dass man viel Freiraum hat bei den Nebenfächern unter anderem, dass man sich eben für manche Sachen, wenn man schon weiß, in welche Richtung man weiterlernen will, wenn man auf die Universität geht oder so, dass man sich eben auf diese Fächer konzentrieren kann und da eben viel lernen kann, eventuell auch mehr, als man es heutzutage kann im normalen Unterricht, was, glaube ich, gut möglich ist in einem Modulsystem. Weiters finde ich diese Intensivkurse sehr gut, eben weil man da schnell aufholen kann, weil man da intensiv lernen kann und weil man da also einen viel persönlicheren Zugang zum Schüler hat, von der Lehrerseite aus, und dass man da viel mehr Potenzial hat, den Stoff schnell nachzuholen. Wenn du da deine Meinung preisgibst, ist es sicherlich die Meinung eines Experten, du hast dich ja sehr genau beschäftigt eigentlich mit der Psychologie dieser Menschen, die auch sitzen geblieben sind. Und teilweise ist es ja eigentlich nur ein Motivationsproblem. Gerade bei einem Modulsystem, wo man sich die Fächer selber auswählen kann, kann das funktionieren? Also ich glaube, du weißt, dass es funktionieren kann, da ich bezweifle, dass es wirklich Leute gibt, die in keinem Bereich der Bildung irgendwo ein Interesse zeigen. Das heißt denn, dass der in Naturwissenschaften interessiert ist, in gewissen Naturwissenschaften vielleicht nur oder auch im sprachlichen Bereich. Aber irgendwo, denke ich, hat jeder sein Interesse und durch ein Modulsystem kann das viel besser umgesetzt werden, dass der dann wirklich sich auf seine Interessensbereiche wirklich vertieft und alles andere dann nur noch minder gering lernt. Und ich persönlich finde es auch gerade im Bereich der Sprachen ziemlich wichtig, dass wir unser Modulsystem endlich umsetzen, weil gerade wir bei uns in Österreich werden nach und nach immer mehr zu einer Mischkultur. Bei uns kommen aus aller Welt verschiedenste Kulturen zusammen. Und es ist natürlich wichtig, dass Deutsch immer noch eine verpflichtende Sprache bleibt, genauso wie auch Englisch, weil es einfach eine Weltsprache ist. Aber andererseits ist bei uns jetzt als zweite Fremdsprache, bei uns an der Schule zum Beispiel, Französisch, Latein und in den Europaklassen auch Spanisch zur Wahl. Aber man hat zum Beispiel nirgends Sprachen wie Türkisch, Kroatisch, Tschechisch, Russisch, Polnisch. Wobei viele Leute bei uns,
diese Sprache als Muttersprache oder ihre Eltern diese Sprache als Muttersprache haben und sie können das in der Schule aber nicht wirklich lernen. Und das wäre auch ein guter Grund, ein Modulsystem einzuführen, dass man diese Sprachen auch. Das heißt, eine größere Flexibilität ist das, was du dir gerne wünschen würdest. Ja. Das Problem ist gerade bei sowas, wenn man so viele neue Sprachen einführt, das geht dann wirklich ordentlich ins Geld und in den Aufwand. Das ist weniger ein Problem des Modulsystems, also weniger ein Problem des momentanen Schulsystems als des Budgets und der Organisation. Weil sowas jetzt anschaut, man versucht ohnehin immer wieder neue Sprachen anzubieten und auch ein Freifächern wird auch Tschechisch angeboten teilweise. Aber wenn man dann noch mehr Sprachen versucht einzubringen, geht das einfach zu sehr ins Geld und das kann man nicht wirklich umsetzen. Auch wenn ich die Idee für gut halte. Vielleicht kann man andere Sprachen ersetzen, die nicht mehr so aktuell sind, aber da kann man lang diskutieren. Und das will ich jetzt nicht auch noch ansprechen. Das ist eine sehr interessante Meinung, wenn ein bisschen widersprüche, die du auch selbst da ja vorher gemeint hast. Man sollte das Geld, die Ausgaben da nicht scheuen in der Bildungspolitik, aber gut. Das ist schon klar, dass man das Modulsystem selber ist ja schon teurer als das momentane System. Ja. Aber wenn man dann noch mehr Geld ausgibt für extra Sprachen, das man jetzt auch schon nicht hat, eben weil man bemüht sich ja schon heute. Es ist ja nicht so, dass es momentan kein Modulsystem gibt und dass es zusätzlich Geld kosten würde. Aber es gibt momentan schon den Wunsch, neue Sprachen einzuführen. Das wird versucht, auch hier in der Schule, wie man sieht, in Tschechisch und anderen Freifächern, die zeitweise angeboten werden. Aber es ist eben wahnsinnig schwer, da kompetente Lehrer zu finden und genug Geld zu finden, um das wirklich umzusetzen. Also wie ihr wahrscheinlich merkt, ein wichtiger Punkt ist da auf jeden Fall die Kostenfrage, also wie viel Qualität können wir uns überhaupt leisten. Eine andere Argumentation, mit der uns die Politik daherkommt, das ist die Psychologie der sitzenbleibenden Schüler, und zwar, dass der Klassenverband aufgelöst wird, dass es da nicht wirklich zu einer Kollektivität kommen kann in der Klasse. Du bist ja wirklich der Psychologie-Experte der Sitzengebliebenen. Ist es wirklich ein Problem, sich in da einen neuen Klassenverband einzufügen, oder ist es hinfällig? Also ich denke, dass das von Fall zu Fall sehr stark unterschiedlich sein kann. Es gibt natürlich auch Leute, die scheuen sich nicht, in neue Gruppen hineinzugehen und so. Die werden dann auch aufgenommen oder je nachdem. Das kommt halt immer von dem Einzelnen, also auf den Einzelnen, der jetzt sitzen bleibt, an und natürlich auch auf die Gruppe. Es gibt eben gewisse Gruppen, die sich scheuen, mit neuen Leuten Kontakte aufzunehmen. Das kann jetzt eine Klasse sein, die dann einfach Repetenten nicht wirklich im Laufe der Zeit aufnimmt. Die werden dann immer nur so am Rand dabei sein. Natürlich gibt es dann auch wieder Leute, die als Einzelner sich schwer tun, sich in neue Gruppen einzugliedern und somit eben dann wieder am Rande der Gruppe stehen werden. Aber ich aus meiner Erfahrung kann sagen, dass es nicht unmöglich ist, sich in neue Gruppen einzugliedern. Meistens sogar ziemlich leicht. Also man setzt sich rein und man muss einfach schauen, man ist einfach einer selbst und macht einfach, was man immer gemacht hat. Lernt die Leute etwas näher kennen und mit der Zeit gibt sich das dann alles. Naja, also da bin ich nicht ganz deiner Meinung. Das ist schon ziemlich allgemein gesagt, dass es einfach kein Problem ist, sich in neue Gruppen einzufinden. Aber es hängt schon sehr stark von der Persönlichkeit ab. Ich kenne einige Leute, die haben große Probleme damit. Des Weiteren, was ich beobachtet habe, ist, dass gerade Leute, die Probleme haben, sich in Gruppen einzufinden, oftmals wiederholen müssen, weil sie schlecht in der Schule sind. Ja, das lässt sich eben genauso wieder auf psychologische Faktoren zurückführen, weil eben dadurch, dass man sich schwer in eine Gruppe eingliedert und sozusagen am Rande dieser Gruppe steht, ausgeschlossen wird, vielleicht hat man dann etwas einbremsen. Wir sind jetzt schon am Ende unserer Sendezeit. Dieses Thema werden wir wahrscheinlich nicht zu Ende diskutieren. Ist auch nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe haben wir erfüllt, glaube ich, und zwar euch zuzuhören, zu erklären, was die Politik da eigentlich vorhat. Ich bedanke mich bei meinen Diskussionspartnern, Björn und Philipp. Ich denke, das war eine schöne Diskussion. Und danke an die Zuseher und Zuseherinnen. Und ich freue mich, wenn es wieder heißt 7 aktuell. Danke. Ah ja, wenn ihr das Klassenbuch der 7b findet, ja, bringt das bitte in der großen Pause in die 7a. Danke.